Du bist hier heute mit deiner Band Devil's Day Off. So ist es. Und wir befinden uns hier in der Markthalle im Backstage. Ja, ein geschichtsträchtiger Ort. Ne? Absolut, ja. Ja, zu deiner Band, der Bandname, wie ist der entstanden oder was sagt er uns? Also da haben wir jetzt über den Bandnamen, der kam irgendwie von unserem damaligen Gitarristen, wurde mal so in die Runde geworfen. Da gibt es keine Geschichte zu erzählen, es gibt auch keine Message, die transportiert wird. Wir dachten nur, Devil's Day Off klingt cool, machen wir. Okay, der Teufel hat einfach einen Tag Devil frei. Ist vielleicht ein bisschen abgeschmackt so im Rock'n'Roll, okay. Aber mit Devil's Day Off auch so ein leichtes Augenzwinkern dabei. Also okay, das funktioniert. Klar. So, dann weiß ich aus sicheren Quellen, der Sänger ist dein Bruder. So ist es, der große Bruder. Wie ist das gekommen? Oder habt ihr schon immer zusammen Musik gemacht? Musik gemacht nicht, aber okay. Wir hatten auf jeden Fall immer schon den gleichen Musikgeschmack, sag ich mal. Und klar, Kai, 2 Jahre älter als ich, hatte die Platten natürlich immer zuerst und ich durfte sie mir dann natürlich auch immer ausleihen. Und wir haben quasi zeitgleich auch die große Welle des britischen Metal mit Saxon, Maiden und Co. wirklich miterlebt. Insofern sind wir da auch gleich geeicht, so ist das andere. Okay. Ja. Und wer war von euch zuerst die Band oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie Kai in die Band kam? Ja. Also wir hatten damals schon eine Band, hießen dann noch nicht Devil's Day Off, da hatten wir tatsächlich uns noch nicht auf den Namen geeinigt. Okay. Und unsere allererste Show damals war Stadtpark Hamburg, illegales Punkerfest. So. Und eine Viertelstunde bevor die Show losgehen sollte, ist unser damaliger Sänger abgehauen. Tschüss bekommen. Angst nicht. Ich weiß nicht, ob er Angst vor den Punks hatte, okay. Oder Angst vor vielleicht Bullen, die ankommen würden oder so, keine Ahnung. Er war nicht mehr auffindbar. Kai war dabei und sagte, scheiß drauf, ich mach das mal. Und seitdem ist er in der Band. Coole Geschichte. Und textmäßig war er schon auf dem Laufenden oder so? Oder? Nee, da hat er tatsächlich gesagt, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und singe, was mir einfällt. Oder mach zur Not auch nur lalala und hey, hey. Also, okay, das ist mutig. Den Punks war es egal. Das ist mutig. Okay, inzwischen besteht ihr, glaube ich, 20 Jahre, ist das richtig? Ja, diesen Sommer werden es 20 Jahre, genau. Jubiläum? Ja, durchaus. Cool. Wo seid ihr überall gewesen? Also wir sind jetzt nicht eine Band, wir haben es nur einmal geschafft, eine kleine Tour mitzufahren, ja. Peter and the Test Tube Babies. Das hat uns auch tierisch gefallen. Ja. Aber dadurch, dass das, es ist mehr als ein Hobby, es ist schon Leidenschaft bei allen von uns dabei. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Aber dadurch, dass wir natürlich auch alle unsere regulären Jobs und zum Teil Familien haben, konnten wir wirklich eine richtige Tour an die machen. Okay, aber ihr seid schon bis München, seid ihr schon mal gekommen? Das schon, ja. Also ich denke mal, wir haben so ungefähr jetzt in den Jahren ca. 350 Shows gespielt, sowas ungefähr. Okay, gut. Dann habe ich erfahren, ihr habt eine neue Platte. Ja. Warum überhaupt Platte? Ja, warum nicht? CDs braucht irgendwie kein Mensch mehr. Okay. Ich war auch eigentlich nie großer CD-Freund. Eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, von vornherein eine Mogelpackung. Und Platten ist klar, es ist oldschool, man darf was zum Anfassen. Ja. Es ist das Ritual, die Nadel aufzulegen. Aber ihr müsst schon davon ausgehen, dass die Mehrheit eurer Fans dann Plattenspieler zu Hause hat. Entweder das und für die sich nur angucken wollen, ist dann auch ein Download-Code dabei. Okay, alles klar. Das muss dann schon sein. Dann zeig etwas zu deiner Platte. Ja. Eurer Platte. So sieht das gute Stück aus. Ja. Ist am 13. März erschienen. Oh. Also ganz kurz, bevor die Maßnahmen griffen. Und in diesem Fall, also es ist eine relativ kleine Auflage, 400 Stück, glaube ich. Ein Teil davon auch bunt. In hübschem Rot, genau, ja. Genau, beispielsweise. Okay. Was will uns das Cover-Design, diese Uhr da vorne sagen? Stop the Clock ist tatsächlich die erste Zeile, die im ersten Song auf der Platte auch gesungen wird. Okay, gut. Und halt dann die zerstörte Uhr, was natürlich auch unheimlicherweise so ein bisschen zu der Zeit passt. Ja, die ist erschienen in dem Moment halt die Zeit an. So, ne? Das Design von der Platte habt ihr auch alles selbst gemacht? Oder genau, also das Artwork erarbeitet haben wir selbst, das Layout hat jemand von uns gemacht. Aber die Ideen sind von uns und auch so ein bisschen mit dem Glanzdruck auf einem matten Material. Ja, okay. Das ist so ein bisschen wie geprägt. Gut, die Platte ist genauso. Erhältlich wo? Überall? Die ist erhältlich in Hamburg bei Christian in der Plattenkiste. Und ansonsten bei Jan ML Records online. ML. Und man kann sie online bestellen. Kann man, ja. Okay. Das ist ein Mini-Album, 6 Songs auf 45 Umdrehungen. Okay. Download-Code ist dabei. Super. Und wir sind sehr zufrieden damit. Und ist auch alles wirklich in Do-it-yourself entstanden. Wir bauen so einen Probenraum selbst aufgenommen, bei mir zu Hause auf dem Sofa gemixt. Und das
Also ein erdiges, ehrliches absolut. Produkt. Bei uns muss das nicht wie geleckt klingen, das kann ruhig noch ein bisschen Schmutz dabei haben. Dann bombt es auch. Das ist ganz gut gelungen. Für okay, mich. Super. Jan, danke für dieses Interview. Sehr gerne. Dann freuen wir uns auf das Konzert. Wir freuen uns mit. Prima. Hallo und herzlich willkommen hier von der Bühne im großen Saal der Markthalle in Hamburg. Einer der schönsten Plätze hier in Hamburg. Wir sind Devil's Day Off und wir wollen hier jetzt mal ein paar Songs zum Besten geben. Der größte Teil ist von der neuen Platte, da hat Jan schon was zu gesagt. Ja, ab geht's. Viel Freude. We'll be right back.
ist der Song Running from the Thunder. Nächster Song, Out of the Dark. For many days, nothing's left. I'm gonna fall apart.
Der nächste Song heißt Lambay Street und ich denke, den haben wir noch nie live gespielt, richtig? Ja? Den gibt's dann auf der nächsten Platte. Chance nutzen und mal meine Kollegen hier vorstellen. An den Gitarren Christian und Jan, am Schlagzeug Moritz. Und wer sich jetzt fragt, wo Ralf ist und wer der sympathische junge Mann da am Bass ist, das ist Rick. Rick ist normalerweise mit El Derbo und Sog unterwegs.
das war's auch schon. Letzter Song jetzt. Hoffe, das hat euch gefallen. Neue Platte ist draußen, die könnt ihr kaufen. Da die haben bestimmt was dazu gesagt. Jetzt der letzte Song von uns. I Got a Feeling. Auch noch auf keiner Platte draußen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dankeschön.